Uns wurde am frühen Abend ein Feuer gemeldet. Es handelte sich dabei um einen Wohnungsbrand, der in Teilen schon weit fortgeschritten war, mit einer Ausbreitung der Rauchgase in den Treppenraum. Und wir hatten eine erhöhte Anzahl von verletzten Personen. Zum einen haben wir das Brandereignis relativ schnell in den Griff bekommen. Das, was uns dann im Nachgang relativ stark beschäftigt hat, war die erhöhte Anzahl von verletzten Personen, die alle über eine Rauchgasintoxikation verfügten. Und um die Patienten ausreichend zu behandeln, um sie in die geeigneten Krankenhäuser zu bringen, haben wir uns denn verschiedener Dinge bedient. Wir haben Rettungsmittel aus den umliegenden Gemeinden haben wir angefordert. Wir haben ein erhöhtes Aufkommen von Notärzten hier an die Einsatzstelle geholt. Wir haben glücklicherweise einen Bus zur Verfügung gestellt bekommen, in dem wir die Patienten betreuen konnten, indem wir sie begutachten konnten. Und darüber haben wir dann ermittelt und festgelegt, in welche Krankenhäuser die Patienten gefahren wurden. Ja, wir sprechen also insgesamt von 21 Personen. 13 davon haben wir in die umliegenden Krankenhäuser gefahren und die anderen Personen konnten glücklicherweise wieder in ihre Wohnung.